So, da bin ich wieder. Sag Bescheid, wie viel er runter kann. Ja. Ich muss den vorher erst dosen. Ich bin aber gleich wieder da, um ihn zu dosen. Aber nur keine Überdosis. Ah. Jetzt jag ich den. Am besten in die Hölle. Frag mich, ob es im Orbit auch eine Hölle gibt. Lol, du hast ja Fantasien. Muss bestimmt die Sonne sein. Du bist zu doll, Bro. Ja, wieso fliegst du rein, bist ein Brathahn? Hast du mal probiert, zur Sonne zu fliegen? Hast du mal probiert, zur Sonne zu fliegen? Nee. Aber ich glaube, selbst wenn man hinfliegen könnte, würde das, glaube ich, nicht gut kommen. Wenn, müsste man ein paar Grillwürstchen mitnehmen. Ja, so kriegt man bestimmt einen Truthahn in wenigen Sekunden gar. Warte mal. Joa, ich bin immer noch warten. Oh, ich sehe so viel Staub durch die Gegend, das fliegt alles auf mich zu. Muss ja nachher wieder duschen, ey. Weil ich so eingestaubt bin. Heißt ja, im Alter staubt man ein, aber wenn man das Spiel spielt, geht das viel schneller.
Ah, Mogelpower hat einen seltenen Mantis weggeschossen. Muhahaha, wie er sich freut. Oh, dafür wird er so auf die Fresse kriegen. Ja, der braucht nur... Der braucht seine Kauleiste nur hinhalten. Hm. Dazu wird es nicht mal mehr kommen. Ich gebe dem 2-3 Sniper-Schüsse und das war's. Boah, wie ist das? Ich glaube, da reicht einer. Boah, wie ist nicht so Zahnarzt? Der braucht nur eine ordentliche Prothese. Schleudergang! Hab gerade mal Waschmaschine gespielt. Schleudergang! Aber Mogelpower schreit ja nach Schiedereien. Er hat ein verdammt großes Mundwerk. Dann hat er ja noch genug. Dann hat er ja genug Zähne, die du nicht aufschlagen kannst. Oh ja. Und dann nimmst du ihn die Zähne ab, steckst ihn in das Kopfkissen, er verdient so Geld. Ja. So, da das ein bisschen zu langweilig wird, werde ich erstmal den weitermachen, wenn mein Buch fertig ist. Bis denn, wohl. Oder bis gleich. Tschüss. Dir helfen. So, da sind wir wieder. Noch mal sehen, was das kleine Schiffchen bei dir heißt, war. Ja. Will ich ja mal sehen. Mal sehen, ob ich da mit dem Mikroskop ran muss, um das zu sehen. Nein, brauchst du nicht. Es ist viel, viel, ich sage mal, größer, stärker und vor allen Dingen hat mächtig Boom. Ich bin nur gerade am Lackieren. Ach, lackierst du die Fingernägel? Das ist immer schön. Nee, ich lackiere mein Schiff. Oh, der Rotton sieht geil aus, den behalte ich. So, was nehmen wir denn? Tiger. Reptilienhaut? Nein. Handabdruck? Volltreffer? Seltenes Franzoidmuster? Nee, das sieht scheiße aus. Nashornabzeichen? Nein, nein. Commanderstreifen? Das sieht scheiße aus. Und Commanderstreifen habe ich auch. Und zwar in der Hose. Du denkst immer viel zu zweideutig. Clown. Ventilator. Ventilator, lol. Komm gut, es ist doch Sommer gerade. Also wird oder wird Sommer. Das ist ein Ventilator doch nicht schlecht. Zentrierte Wellen. Schmutzig, lol.
kannst du deine schmutzigen Fantasien ausleben. Gibt es im Orbit eigentlich auch Bornsteinschwalben? Das würde mich auch mal interessieren. Wobei im Orbit gibt es ja keine Bornsteine. Das sind mir schon Staubschwalben, weil hier dauernd Staub rumfliegt. Was nehme ich denn? Für was Geiles haben. Ja, dann nehme ich einfach Flügel und Heck und das war's. So. Ich bin auf dem Weg zu dir. Das ist gut. Dann packe ich schon mal die Lupe aus. Ich glaube, die wirst du nicht brauchen. Und nein, auch kein Fernglas, falls du das sagen wolltest. Habe ich beides nicht. Brauchst du auch beides nicht. Das ist jetzt mein Mietzerschiff, was ich jetzt mal so hole. Sind leider nicht alles Mietzer-Baupläne, Entschuldigung. Wo bist du denn auf Aurora? Ich bin jetzt nicht auf Aurora, ich bin gleich auf Klo. Da muss ich mir gleich wieder hin. Ja, warte, dann mache ich mir kurz eine Zigarette, weißt du, und dann gehe ich in der Zeit eine rauchen, dass das nicht Verschwendung ist, weil danach würden wir ganz gerne mit den LPs weitermachen, weißt du, dass wir ein bisschen vorankommen. Was schießt sie ja ganz nett aus. Ist freundlich, hä? Ja. Guck dir das mal. Hm. So Leute, ich gehe dann mal auf Toilette. Alter, sind hier viele im Orbit gerade. Zieht euch das mal rein. Naja, obwohl ich mal gezeigt habe. So, weiter geht's. Ne? Und dann mal auf der Oberfläche denn, wa? Jo. Oh, fast gleichzeitig. Ja. Wie geil war das denn gerade? Auf jeden. Aber ich musste mir letztens erstmal eine neue Maus kaufen. Meine alten hatten Abgang gemacht. Ja, meine hat auch schon Probleme. Na. Ach so, und wie gesagt, versuch mal mehr über die Tasten zu spielen, weil es ist wesentlich einfacher. Muss halt einfach nur die Zahl drücken, die Dings dran. Denn so, weiter Ernte schießen, wa? Müssen wir hier lang. Warte mal, in Pirate Galaxy gibt's News, die muss ich mir mal durchlesen. Dann kam es zu häufigen Verwendungsbäumen. Wir geben euch eine Entschädigung in Form von globalen Boostern, welche das Wochenende aktiv sein werden. 25% Kryonit-Verehler. Der Kryonit-Tank wird euch vor Kryonit-Schuss bewahren. Sauber! Bro? Jo. Übers Wochenende gibt es einen 25% Kryonit-Boost dafür, dass PG so scheiße geleckt hat. Und du kriegst einen Kryonit-Tank. Das heißt, wenn du abgeschossen wirst, verlierst du kein Kryonit. Das ist richtig gut. Und das ist umsonst. Einfach so. Man muss halt dann am Wochenende aber zocken, ne? Das ist dann so die Sache. Naja, genug Speicher habe ich immer. Ja, dann machen wir dann einfach die nächsten Parts. Für dich denn. Oder du. Und dann ist alles ein bisschen besser.
Dann werde ich das auch, glaube ich, so machen, da wir da jetzt... So, hier kannst leveln. Ich habe jetzt auch einen viel besseren Schutz. Der hält um einiges länger an. Und vor allen Dingen um einiges mehr aus. So, ich schieße dir ein bisschen grün. Ey, nimm mal wieder Action hier, Mensch. Jo. Ah, schon wieder Kryonit. Mann, das fällt der, aber gut. Der Ernt, der sieht aus wie eine Fliege, weißt du, mit den komischen Augen, mit den roten Augen vorne. Sieht aus wie eine riesige Fliege einfach. Ich hole gleich die Fliegenklatsche raus. Ich habe hier noch eine liegen.